Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pursan Art Attack. Jawohl, mein Name ist Kabur. Wir sind dabei und gucken mal, was der. Okay, der bringt jetzt die Bretter wirklich dahin, okay? Das war eigentlich nicht so geplant. Eigentlich sollte er ja lieber diese hier anschmeißen, dass wir Geld verdienen. Aber irgendwann ist diese Stapel voll. Und dann fangen sie an und drucken eigentlich die Nummernschilder. Sonst müssen wir die Zimmermannstische demontieren. Ja, keine Ausrüstung. Also Interesse haben wir zwar einen, aber wir haben absolut keine Ausbildung. Deswegen werden wir diese Dinger jetzt erstmal demontieren. Und so sollten wir dann eigentlich Nummernschilder herstellen. Arbeit läuft auf jeden Fall noch etwas länger. Okay, gleich ist kein Holz mehr da, so wie es aussieht. Ja, dann bringt die doch an die Hydra-Presse und macht mir bitte ein paar Nummernschilder. Wäre schon mal sehr nett. Was ist das denn hier? Lehrer. Okay, der macht Feierabend. Also da bin ich jetzt mal gespannt, ob die denn gleich die Sachen denn da auch rübertragen. Ja, jetzt kommen hier schon die ersten Stapelbleche. Alles klar. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Ja. Was wollten wir denn? Genau. Ich möchte gerne, dass wir jetzt endlich den zweiten Generator schon mal bauen. Alles klar. Der bleibt aber einfach erstmal da stehen. Der wird ja hier für den Tischlerbetrieb wird das sein. Und dann sollte das eigentlich schon ganz gut klappen. Jetzt haben wir schon 2000. Wieder über. Dann muss ich natürlich jetzt erstmal wieder die Dinger daran bauen. Dann müssen wir beigehen und dieses Kabel trennen. Und dieses da anschließen. So, bin ich mal gespannt, ob wir denn mit dem Teil schon das Dingen betreiben können. Haben natürlich jetzt noch ein bisschen Geld über. Bauen wir mal noch da ein paar Generatoren daran. Ich habe einfach ein bisschen Para, dass das nachher nicht funktioniert. Hier dürfen wir dann nur nichts mehr anschließen. Das ist nur für die Werkstatt dann wieder getrennter Strom. Das könnte dann schon ganz gut werden. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz hier. Zack. Zack. Und zack. Ja. Das hat funktioniert. Sehr schön. Hier haben wir jetzt Strom eingespart. Seht ihr, da haben wir dann auch nochmal Strom für die Bücherei und dies und jenes über. Ist schon gar nicht schlecht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist noch besser wie sehr gut. So, jetzt kommt hier schon wieder das erste Holz. Ich will aber die Baumschule, glaube ich, noch etwas vergrößern, oder? Raum machen wir einfach mal. Ich werde die Baumschule. Erhöhen wir nochmal so.
Ja. Geht halt noch nicht schnell genug mit dem Holz. Ja, ich weiß, ich könnte zwar hier den ganzen Wald abroden und dies alles noch, aber das kann man mal als... Was ist jetzt los? Jetzt geht's. Als Notfall machen. Aber so ist das jetzt absoluter Bullshit noch, finde ich. Okay, wir müssen mal gucken, ob wir hier... nee, wir brauchen erstmal gerade ein bisschen Geld. So, jetzt können wir uns noch mal zwei... Eine von... Der leisten. Und eine von der leisten. Machen wir hier ein bisschen Strom. Und hier ein bisschen Strom. So. Von jedem noch eine Maschine mehr. Maschinka. Maschinka, Maschinka, Maschinka. Oh, wir haben Minus. Aber wir machen 10.000. Ja. Die Kohle läuft, Leute. Ja? Geh mal bitte hier hin. Ich will mal gerade was gucken. Ja, die ganze Kacke liegt da noch. Okay. Auf jeden Fall wird unser Holz hier fleißig abgekloppt. Strom ist da okay. Du könntest dich auch mal ausruhen gehen. Ich will mal ein bisschen Pause machen, mein Freund. Ja? Ah, schön, ne? Schön Pause machen. So, Mutter. Du kannst auch mal Pause machen gehen. Geht ja gar nicht hier. Sind alle völlig erschöpft. Du kannst auch mal Pause machen gehen. Ist doch gerade Nacht. Ja, dann können sie sich doch ausruhen gehen, die Ochsen. Okay, wir haben noch 10. 10 haben wir nur noch frei. Also das ist echt nicht mehr. Allzu viel, ne? Jetzt müssen die da lang, da lang, da lang, dann hier hin. Früher hatten wir hier noch ein Tor hingemacht. Ich glaube, das braucht man gar nicht. Das ist so schon ganz okay. Na, jetzt ruhen sich hier wenigstens mal ein paar Leute aus. Wenn wir wieder Kohle haben, muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Fernseher, Telefongeräte. Wir brauchen aber unbedingt die Bücherei. Weil hier oben habe ich ja jetzt keine Bücher den Leuten gegeben. Und am was hapert zurzeit zu den Leuten? Jetzt steht da gleich duschen, ich weiß. Schlaf ist eigentlich okay. Hygiene ist eigentlich auch okay. Trotz, dass die gleich duschen gehen. Brauchen die wirklich nur einmal am Tag duschen? Die stehen ja gleich schon wieder auf. Weil dann würde man sich ja die Zeit sparen. Gute Frage, oder? Wenn die nur einmal am Tag duschen müssen, dann könnte man nämlich um 7 Freizeit machen, um 8 essen, um 9 essen, um 10 Freizeit und dann hätten wir noch eine Arbeitsstunde mehr pro Tag. Ist gerade echt eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Nee, Hygiene, guckt euch das mal an. Jetzt geht's nach oben. Also es muss morgens und abends geduscht werden, also. Aber jetzt wird's wirklich ekelig. Guckt euch das mal an. Jetzt ist es voll. Und um 7 gibt's erst die Dusche. Okay, also wir müssen auf jeden Fall morgens und abends duschen. Also das ist eindeutig. Okay, hier wird jetzt Essen zubereitet. Hier könnte der Abfall mal abgeholt werden, ne? Boah, mein Bauch.
Ja, gleich ist 7 Uhr. Dann ist Aufstehen angesagt, aber die ersten sind sogar schon wach. Sechs Anlassen werden erwartet. Ach, sechs Einlasse. Alles klar. So, jetzt ist Duschen angesagt. Der Duschraum echt schon proppenmäßig voll ist, ne? Es geht aber eigentlich noch. Hier gehen noch so ein paar auf den Pott nebenbei mit. Wir haben immer noch Minus. Oh, jetzt kommen wir so langsam am Plus. Ja, Donnerwetter. Warum bringen die hier den Abfall nicht mal weg? Ja, die Insassen könnten jetzt eigentlich zu ihrem Besuch gehen. Okay. Da wurden gerade Bäume reingebracht. Der wurde gerade gefilzt. Der hat wieder Scheiße gebaut. Okay, Duschen ist erledigt. Jetzt ist Essenszeit. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt kommen natürlich noch Teller und Tischen und was weiß ich da nicht noch hin. Also wir bräuchten wahrscheinlich noch ein paar Herde. Okay. Also Platz zum Sitzen haben wir auf jeden Fall genug. Meiner Meinung nach bräuchten wir noch einen Herd. Okay. Okay, da haben sie gerade einen Schraubenzieher gefunden. In dem Essen. Okay. So, noch ein Herd mehr. Das könnte schon ausreichen. Manchmal denke ich, eine Stunde Essen reicht doch, oder? Nee. Okay, jetzt ist Freizeit. Können sie alle nochmal kacken gehen und was weiß ich nicht alles. Und dann ist, was sie auch tun. Ja. Und dann ist Arbeitszeit. Ja, Freizeit telefonieren, andere Geschichten machen. Das, was sie gerne möchten. Ich muss auf den Pott, Leute. Ja, die reden hier die ganze Zeit nur vom Pipi machen. Hat eine Bohrmaschine geklaut, der Ochs. Okay, Holz haben wir auf jeden Fall hier jetzt ausreichend wieder. Ein paar Kippen. Ja gut, der Kippen hat aber nicht der Metalldetektor gefunden, außer wenn ein Feuerzeug drin hat, so Dussel. Okay, hier werden jetzt auf jeden Fall die Stapel und so fertig gemacht. Lauf mal darüber, beweg mal deinen Arsch, danke. Das Holz frisst uns gerade so ein bisschen den Hals weg hier. Oder die Kohle weg. Aber wir sollten gleich auch gut Geld wieder verdienen. Durch den Export. Sollte das eigentlich gleich ruckidizuck funktionieren. Nita einen Gewinn gemacht und gleich wieder in Bäume investiert. Das muss natürlich jetzt auch erst einmal richtig anlaufen, dann läuft es wieder. Dann können sie ruhig bleiben. Also da mache ich mir überhaupt noch gar nicht so den großen Kopf um das Geld. Solange wir die hier drinnen arbeiten, verdienen wir auch Geld. Ganz einfach. Ja. Und wir haben erst 7 Leute hier drinnen von 20, die wir hier eigentlich reinmachen können. Da haben wir 6 von 6. Hier haben wir 16. Ich glaube, das ist Wäscherei, ist das viel zu viel. Ja. 2, 4. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir machen genau 10 Leute. So. Die anderen können sich um andere Sachen kümmern. Wir haben qualifizierte 6, aber 2 arbeiten hier nur. Ist jetzt auch nicht unbedingt der große Burner. Aber gut. Kameras brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir brauchen unbedingt die Bücherei. Aber zurzeit fressen uns die Bäume gerade ein bisschen den Gewinn weg, den wir machen, aber da läuft schon der erste Export hier. Da liegen schon die ersten Exportsachen. Jetzt wird Geld verdient. Zack, 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 zack. Jetzt fährt der weg. Und wenn der aus dem Bild fährt, dann macht es Ring, Ding, 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 Ding. Und bam. 1990 mit dem Export verdient. Da liegt nämlich auch schon wieder was. Jetzt geht's los. Ja.
das kann man ruhig sagen. Jetzt ist aber auch schon wieder Freizeit. Das war der ganze Tag. Hier liegen aber auch schon wieder Nummernschilder. Ja. Müssen wir halt noch ein bisschen abwarten. Jetzt ist Freizeit, 2 Stunden, dann heißt Essen, Duschen, Schlafen. Alles klar, ich sage wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Pursen Art Attack. Wenn ich natürlich wieder ein bisschen Kohle habe, steht als nächstes so an, dass wir den Knast natürlich vergrößern und dies und jenes. Bis denne, euer Glabur. Tschüss.